Michelle Rodriguez stand am Ende des Abgrunds nach dem Verlust ihres Kollegen und Freundes Paul Walker. I went through about a year of just being like an animal. Als die rebellische Seite, die sie bereits in ihrer Jugend durchlebt hatte, wieder entdeckte. Ich bin ziemlich abgedreht. Viele der Dinge, die ich im letzten Jahr gemacht habe, hätte ich niemals getan, wenn ich bei gesundem Menschenverstand gewesen wäre, erklärte die Schauspielerin in einem Interview ein Jahr nach Paul's Tod. Like I did everything I could possibly do to hide from myself. Sie wollte ihren Schmerz vergessen, indem sie sich einer Welt voller Exzesse und Kontrollverluste hingab, um den bitteren Beigeschmack zu vertreiben, den der Verlust ihres Kollegen und Freundes bei ihr hinterlassen hatte. Like what could I do to just get my mind off of existentialism, get my mind off of how transient life is and how we just come here and can disappear at any moment. Trotz all ihrer Versuche schien ihre herzzerreißende Qual kein Ende mehr zu finden. My ayahuasca trip made me sad that he left me here. It wasn't a sadness that he's gone, it was more like a jealousy that he's there first. Trotz all des Leids kam Michelle wieder auf die Beine. Sie versuchte, sich an all die unglaublichen Lektionen zu erinnern, die der Held aus The Fast and the Furious für sie und die ganze Welt hinterlassen hatte. Paul was had a big heart and he hated the superficiality. And that's the kind of guy he was. He's just a dude with a really big heart who always wanted to do more than what he, you know, was. Yo creo que ella la afectó demasiado. Ella es una persona súper sensible, además. Es una persona criada en una familia religiosa. Su abuela la crió en la fe mormona. Entonces, ella siempre ha tenido esa conciencia de la muerte y la trascendencia. Y la pérdida de un cercano como Paul Walker, sin duda, como ella ha señalado, la afectó profundamente y acentuó más su conducta errática. In la vida. Es war nicht das erste Mal, dass die charismatische Schauspielerin einen Tiefpunkt erreichte. Ein paar Jahre zuvor, als sie 2006 Teil des Casts der Serie Lost war, wurde sie auf Hawaii mit Alkohol am Steuer erwischt, was sie schließlich ihre Rolle in der Serie kostete, da die Produzenten ihre rebellische Art leid waren und so beschlossen, ihre Rolle einzumotten. Doch das war anscheinend noch nicht genug für Rodriguez. Denn 11 Jahre später, im Jahr 2017, landete sie erneut im Gefängnis, als sie erneut betrunken am Steuer erwischt wurde und somit gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Trotz ihrer Verurteilung zu insgesamt 180 Tagen Gefängnis kam die Schauspielerin nach nur 17 Tagen wieder auf freien Fuß. Grund dafür war Überbelegung des Gefängnisses und gute Führung. Dieses Mal beschloss sie, wieder in die Spur zu kommen und die Exzesse hinter sich zu lassen. Are you like an adrenaline junkie yourself? Not so bad as what I was when I was in my 20s. You know, I'm not trying to do 180s on Sunset Boulevard, you know, but now I'm a lot calmer and I keep it to the track. Auf diese Weise und durch ihre neue Rolle in Avatar konnte Michelle Rodriguez einen neuen Weg einschlagen. You get older and you start to realize that you are responsible for your community and your environment and that you have to do what you can to make a voice out there. And, you know, I'm starting to realize that. Lo interesante de la carrera de Michelle Rodriguez es que ella ha sabido sobreponerse a sus propios demonios, a sus propias oscuridades propias de cada ser humano. Y sin duda, yo creo que ella se ha logrado posicionar y reinventarse. Das Erwachen der Schauspielerin führte nicht nur dazu, dass sie die Jahre der Exzesse hinter sich gelassen hat, sondern auch ihre Stimme nutzt, um auf diverse soziale Probleme aufmerksam zu machen. Ihr Fokus liegt dabei ganz auf den Rechten von Frauen. Include women again, you know, as equally into society, I think is vital to sustaining the planet. Ihr neuer Weg ist jetzt schon von großem Erfolg geprägt und zeugt von der Unverwüstlichkeit und der Entschlossenheit der Fast and Furious Darstellerin. Sie zeigt, dass es keine Hindernisse gibt, die eine talentierte Frau aufhalten können, wenn man einmal weiß, was man will.